Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Wir wollen euch wieder Stellplätze vorstellen und diesmal geht es um Stellplätze in Rendsburg, genau. Und Umgebung, also am Nord-Ostsee-Kanal. Anfangen tun wir hier am Kreishafen. Dieser Stellplatz, wo wir hier gerade sind, also am Kreishafen, hat 46 Plätze und ist schön geräumig. Wir stehen hier relativ am Anfang, weil da ist der Nord-Ostsee-Kanal, wie ihr ja seht, beziehungsweise auch das Willkommensschiff, oder wie nennt sich dieses komische Ding, ich muss mal kurz gucken, Schiffsbegrüßungsanlage, die ist ja da vorne. Und hier sind die Plätze ein bisschen abschüssig, das heißt, ihr braucht auf jeden Fall Aufkeile. Ja, was hat das Ding noch zu bieten? Ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wie läuft das eigentlich hier an diesem Wohnmobilhafen, am Kreishafen? Man fährt hier rein, zieht sich eine Karte. Die Kosten sind 12 Euro pro Nacht. Und bezahlen tut man aber alles später an diesem wunderbaren Kassenhäuschen, was ihr dort findet. Wir blenden euch das auch per Foto mal ein, wo das alles beschrieben ist, weil ihr bezahlt Duschen extra für 1 Euro. Und ja, was ist noch alles inklusive? Wasser ist drin inklusive, Strom ist nicht inklusive, WLAN ist inklusive. Und ab und zu gibt es sogar Brötchen, aber Brötchen nur innerhalb der Sommersaison, würde ich mal behaupten. Jetzt im Winter ist er nicht da. Ja, Toiletten gibt es hier am Platz, Duschen gibt es hier am Platz und das ist alles da und das zeigen wir euch jetzt. Sehr saubere, sehr moderne Duschen, das sieht man. Also wie läuft das? Ihr kriegt ja die Karte, wenn ihr reinfahrt, die haltet ihr davor. Und in dem Moment bezahlt ihr halt 1 Euro. Wie gesagt, wenn ihr vor den Toiletten haltet, kostet es nichts. Ihr könnt, wenn ihr Gäste seid, auch hier die Toiletten benutzen, müsst euch bloß eine Karte holen. Die kostet 5 Euro Pfand, die kriegt ihr also wieder, um halt dort reinzukommen. 3 Minuten duschen kostet 1 Euro. Ich denke mal, in 3 Minuten sollte man das gut schaffen. Und wirklich sehr, sehr modern. Strom gibt es an diesem Platz, ist immer wichtig, kostet pro Kilowattstunde 60 Cent. Davon sind hier jeweils immer welche verteilt an den Plätzen. Hier haben wir 8 Stück. Einfach die Taste drücken, Geld reinwerfen und schon habt ihr Strom. Naja, ihr seid Camper, ihr wisst schon, wie das geht. Aber davon gibt es so einige. Ihr steht natürlich direkt unter dem Wahrzeichen von Rendsburg, der Rendsburger Eisenbahnbrücke. Und das muss man einfach wissen, das könnte laut sein. Also die war jetzt relativ, das ging eigentlich, aber hier fahren noch Güterzüge lang und dann ist das richtig laut. Und momentan sind Arbeiten hier. Also wir sind jetzt hier Ende Oktober sind wir. Und da sind Bahnarbeiten, dann könnte es so richtig laut sein, wenn da ein Zug kommt. Aber naja, wir arbeiten ja nicht rund um die Uhr, deshalb wird man glaube ich nicht sofort geweckt. Wichtig zu den Stromtassen. Wir haben jetzt mal nachgeguckt, wir haben hier ein, da ein, also hier sind 3 Stück. Das heißt, ihr braucht schon teilweise längere Kabel. Ist ja unfassbar. Also ihr hört das, wie laut das ist. Also es scheint noch ein Zug zu kommen. So, was war ich, wollte ich jetzt sagen? Jetzt muss ich überlegen. Also circa 50 Meter Kabel würden wir euch hier empfehlen. Wenn ihr nahe Not ansteht, natürlich reichen 25 aus, aber 50 solltet ihr besser bei haben bei diesen Plätzen. Und bevor jetzt hier gleich wieder eine Bahn kommt und mir ins Video reinbimmelt, gehen wir zu den Strom, nein, ich will gar nicht zum Strom, sondern zum Abwasser und Wasser. Genau, Entsorgung, Versorgung, so heißt das. Wenn man auf so einem Platz ist, muss man ja ab und zu entsprechend auch entsorgen. Das könnt ihr hier machen, das ist kostenlos, das ist also mit dabei, wenn ihr viel habt, dann da rein. Und dann müsst ihr natürlich wieder nachladen und das geht hier. Und das ist richtig cool gemacht. 1 Liter kostet 1 Euro. Ihr könnt aber halt verschieden. Ihr könnt für 10 Liter, für 20, 50, 2, also relativ einfach. 10 Liter kosten 10 Cent und das könnt ihr hochrechnen. Das finde ich mal richtig cool gemacht. Das gibt es sehr, sehr selten. Ja, wir gehen jetzt zurück zu unserem Bulli. Es ist heute sehr, sehr kalt. Stefan friert schon die Pfoten ab und da gibt es das Fazit zu diesem Platz. Wo wir gerade natürlich zum Bulli gehen, Entsorgung, Müllentsorgung gibt es auch. Hier wird aber strikt getrennt nach Papier, nach Glas, Restabfall und gelbe Tonne. Also solltet ihr auch
in eurem Auto entsprechend trennen. Wir sitzen wieder in unserem Bulli, weil sehr, sehr kalt. Dieser Platz, wie gesagt, 46 Wohnmobile für 12 Euro, finden wir, der Preis ist richtig gut. Also, da kennen wir viel teurere Plätze. Wie gesagt, Toiletten sind inklusive, Duschen 3 Minuten für 1 Euro so rum, Strom 60 Cent pro Kilowattstunde und ihr seid halt direkt am Nord-Ostsee-Kanal und bei normalen Zeiten habt ihr auch schöne Kreuzfahrtschiffe, die ihr sehen könnt oder halt auch noch andere Schiffe. Was wir euch empfehlen würden, ist auf jeden Fall das Eisstübchen. 600 Meter ist das entfernt von hier und da gibt es richtig lecker selbstgemachtes Eis. Können wir behaupten, haben wir selbst getestet und würden sagen, Daumen rauf. Ja, das soll zu diesem Platz gewesen sein. Wir fahren jetzt auf die andere Seite des Nord-Ostsee-Kanals. Da gibt es auch noch einen Stellplatz und den stellen wir euch jetzt vor. Wir haben die Kanalseite gewechselt, sind jetzt also wieder im Süden von Rendsburg und zwar in Osterrönfeld und da gibt es diesen Stellplatz und der hat diesen Terrassenformat. Also immer wieder drei verschiedene Terrassen, wo man wunderbar stehen kann und hat eigentlich immer einen perfekten Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal. 33 Plätze gibt es insgesamt hier und die kosten für 24 Stunden 16 Euro. Also ein bisschen teurer als der Platz, den wir genau gegenüber haben, aber höchst modern, top neu gemacht und was genau der alles kann, zeigen wir euch jetzt. Genau zu eurer, also hinter euch, ist der Eingangskanal. Den fanden wir gerade jetzt noch nicht so schön, den zeigen wir euch zum Schluss, sondern den perfekten Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal. Dort hinten sehen wir noch ein Schiffchen, da ist die Rendsburger Brücke. Und von hier habt ihr sogar einen tollen Blick auf das Eisstübchen. Habt bloß ein Problem, ihr müsst dann gucken, wo der alte Tunnel ist, damit ihr halt rüberkommt, weil sonst kriegt ihr das tolle Eis nicht. Wir wollen euch noch ein bisschen mehr zeigen, deshalb gehen wir jetzt dorthin, wo man sich wohl waschen, Toilette etc., wo das da wohl sein sollte. Beim Einfahren hier auf diesen Wohnmobilhafen bekommt ihr wieder so eine ganz normale Karte, die benötigt auch ihr wieder hier, um in den Toiletten, in den Trockner, es gibt eine Waschmaschine, um da halt reinzukommen, müsst ihr halt diese Karte benutzen und das wird dann Stück für Stück wieder abgezogen. Wenn ihr ganz unten steht, kommt ihr Parterre, sonst müsst ihr halt Treppen laufen, aber den Blick, den man hier halt hat, ist einmalig. Es gibt gute Restaurants hier ums Eck. Es gibt wohl gutes Frühstück, was man hier kriegen kann. Brötchen-Service soll es hier geben. All das werdet ihr finden, wenn ihr auf die Internetseite des Wohnmobilhafen geht. Ja, und wir schauen uns noch ein bisschen hier um und zeigen euch jetzt Laube, ja, Fähr- und Entsorgung. Bei der Ein- bzw. bei der Ausfahrt hat man entsprechend auch den Müllplatz. Also auch wieder hier wird getrennt. In Rendsburg achtet man auf Sauberkeit und auf Mülltrennung richtig gut. Dort hinter ist die Fähr- und Entsorgung. Da verlässt uns gerade ein Malibu. Wir sind gespannt, aber der nächste kommt sofort. Das heißt, hier möchte ich wieder einmal Fähr- und Entsorgung. Läuft aber genauso ab wie auf dem Platz, den wir eben gerade euch vorgestellt haben. Auch mit dem Wasser 1:1 dasselbe. Außer mit der Ausnahme, dass hier der Druck sehr hoch sein soll. Ob das stimmt, achtet einfach drauf, lest euch das auf die Informationen durch, die bei Park von Neid stehen, was die Kommentare so sind. Also ich glaube, da habt ihr alle wichtigen Informationen immer auf einer Seite. Was wir euch natürlich noch nicht gesagt haben, ist das mit dem Strom. Wie läuft das ab? Wir blenden euch da mal gerade ein Bild ein, ein Foto. Dann seht ihr nämlich, wie das läuft. Nämlich relativ ganz einfach, wie drüben auch. Ihr müsst einfach nur Geld reinstecken, die Nummer auswählen und dort entsprechend dann euer Strom beziehen. Eigentlich ganz einfach. Und zwischendurch gibt es halt noch zusätzliche Säulen. Das sind einfach dann nochmal die Verteilersäulen. Aber die Hauptsäule, an der Hauptsäule, da müsst ihr halt hin und müsst halt den Strom dann bezahlen. Auf der obersten Ebene gibt es zum Beispiel zwei Hauptsäulen und zwei Nebensäulen. Das konnte ich nämlich jetzt gerade erkennen, weil ich noch hingeguckt habe. Und es ist ein relativ einfaches System. Der Platz ist richtig schön.
Gefällt uns. Sauber und auch doch dennoch ein bisschen grün dabei, also befestigt natürlich. Ja, dadurch wirkt das alles ein bisschen lockerer und ein bisschen freundlicher. Genau, also wir würden euch empfehlen, kommt, wenn ihr mal nach Rendsburg kommt und ihr wollt den Blick auf die Eisstübchen haben. Man muss sagen, die Aussicht ist nicht die allerbeste. Also wenn man sich darüber guckt, man sieht ein Famila. Das Wichtigste ist und bleibt ganz einfach der Nord-Ostsee-Kanal und die Schiffe. Jetzt fahren wir zu einem ganz anderen Platz. Es ist auch einer der berühmtesten Plätze, die es eigentlich vom Nord-Ostsee-Kanal gibt. Schacht Audorf. Den wollen wir euch natürlich auch noch vorstellen. Und da fahren wir jetzt hin. Alle guten Dinge sind drei und so ist natürlich auch Schacht Audorf. Ihr seht sie schon, die Fähre, die ist Nobiskrug, die ist wirklich direkt hier in der Nähe und hier habt ihr natürlich einen perfekten Blick auf den Nord-Ostsee-Kanal. Schön ein Kurvenbereich, das heißt, ihr seht, wie die Schiffe reinfahren. Ihr habt auch einen kleinen Blick noch auf die Brücke. Also richtig schön ist es hier. Plätze insgesamt. Angeblich 45, ich kann das noch nicht nachvollziehen. Ich würde weniger sagen, aber wir verlassen uns mal auf die Daten, die bei Park von Night hinterlegt sind. Ja, und jetzt zeigen wir euch, was es hier so gibt. Es gibt auch eine Sanitäranlage hier. Es gibt insgesamt zwei Einzel-WCs, drei WCs mit Duschen. 50 Cent kostet es, ihr braucht unbedingt 50 Cent Stück und 1 Euro Stücke, weil um in die Dusche reinzukommen, kostet es 1 Euro und dort sind immer noch weitere Euros notwendig. Dann drehen wir uns einmal, dann haben wir nämlich dort schon eine Stromsäule. Die funktioniert im Endeffekt so wie auch bei den anderen Plätzen. 50 Cent kostet es aber nur. Und ihr müsst 50 Cent Stück reinchecken, also in dem Sinne nicht so wie die bei anderen, da haltet ihr ja eine Karte vor. Dort müsst ihr halt 50 Cent reinwerfen und dann habt ihr dieses. Dann habt ihr da oben Sitzbänke, das heißt ihr könnt euch wunderbar euch da hinsetzen. Ich würde die Holzbank glaube vorziehen als auf der Metallbank, die gibt es immer mal wieder. Wir gehen jetzt zum Kassenautomaten und dann zeigen wir euch die Fähr- und Entsorgungsstation. Wir sind jetzt hier am Kassenhäuschen und nehmen auch die Informationen zum Schacht Audorf. Hier kosten 24 Stunden 12,50 Euro. Angeblich wäre Kartenzahlung da angezeigt. Laut den Informationen, die bei Park von Night hinterlegt sind, nimmt er noch nicht IC- und Kreditkarten. Kann aber sein, die Angaben sind von Mai 2018. Wir hoffen, jetzt geht es. Wir selber sind heute nur auf der Durchreise, deshalb interessiert uns das mal. Schreibt mal bitte bei uns in die Kommentare. Funktioniert es nicht? Interessiert ist bestimmt auch interessant für die anderen. Was ich auch noch entdeckt habe, tatsächlich, es gibt hier 41 Plätze. Es sind nämlich noch da hinten welche zu sehen. Ja, und das schauen wir uns jetzt einfach an. Ja, hier haben wir die Fähr- und Entsorgungsstation. Sie ist von Holiday Clean. Ich denke mal, liebe Leute, ihr wisst genau, wie das funktioniert. Gibt es an genug anderen Stellplätzen auch. Deshalb gehen wir da nicht in genauer rein. Dort haben wir Müll. Auch hier wird wieder entsprechend getrennt, wie sich das gehört. Hier lang runter seht ihr wieder die ganzen Stromsäulen. Auch wieder nach dem Prinzip, ihr habt eine Hauptsäule, wo ihr euch auswählen müsst und dann habt ihr immer solche Nebensäulen. Wie gesagt, 41 Plätze, das ist schon ein tolles Ding. Natürlich sind die Plätze, die dort vorne sind, die schöneren, weil hier habt ihr natürlich nicht so viel Aussicht auf den, da könnt ihr immer nur hoffen, wenn ein großer Pott kommt, den seht ihr. Aber was man sagen muss, ihr braucht Auffahrkeile oder irgendetwas, weil die sind schon sehr abschüssig. Das sieht man allein an dem Platz hier. Also es geht schon so runter, da müsst ihr halt einfach drauf achten, dass ihr sowas bei habt. Aber ein guter Camper, sowas ja immer mit an Bord. Tja, das war Schacht Audorf. Ich glaube, wir haben euch alles Wichtige erzählt. In der Zeit, wo Stefan euch alles zeigt, suche ich mir hier gerade einen Wolf, was ich hier noch suchen möchte. Ja, das weiß ich nicht. Es kann natürlich, wir haben euch jetzt in diesem Video natürlich nur drei Plätze gezeigt. Zwei direkt in Rendsburg. Einen hier
in Schachtaudorf. Insgesamt gibt es aber bis zu 9 Plätzen rund um Rendsburg. Wir blenden euch da mal eine Grafik ein. Also fündig sollte man hier auf jeden Fall werden. Gerade, es ist gut, dass es so viele Plätze hier gibt, denn ihr wisst selber, in Zeiten von Corona ist halt alles sehr voll. Hier geht es relativ, ich hätte jetzt gedacht, es ist eindeutig voller. Ja, es habt ihr ja gesehen, dass nur die Seite zum Kanal hin, also sprich dahin, belegt ist. Die Seite, wo die Straße ist, ist gerade gar nicht belegt und es sind noch genug weitere Plätze frei. Auch wir haben gerade einen Wohnmobilistenplatz für kurze Zeit belegt. Genau, den machen wir jetzt aber frei. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, es gibt noch viel mehr, wir hätten sie alle zeigen, aber ja, wir wollen uns auch noch was aufheben für die Zukunft, wenn wir wieder hier nach Rendsburg kommen. Ja, dann soll es das jetzt gewesen sein. Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt. Ja, bleibt gesund. Ne? Genießt die Stellplätze, die es so oft in Deutschland gibt und in Europa. Und jetzt sagen wir mit einer schönen Abschiedsszene, mit einem wunderbaren Video, mit einem Schiff. Vorbeifahrenden Schiff, genau. Genau, das wollte ich sagen. In diesem Sinne, ach, bleibt uns gewogen, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, bis ciao. Bis dahin, ciao.